Okay. William hat mir aufgetragen, Essen zu holen. So. Gucken wir mal, wo es hier was zu essen gibt. Ich habe dir immer gesagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Okay. Diese Tiere, wie können sie nur? Richard ist viel zu jung, um ihnen Ärger zu bereiten. Ja. Nahe dem Tor, hat Matthew gesagt. Ja? War mein Zuhause. Fühle mich beobachtet. Ja, okay. Williams Wachhund. Vater hat ein paar Männer wie ihn. Er muss nur pfeifen und sie töten für ihn. Ja, gut. Speisekammer. Hier lagern wir die Vorräte. Ja, gehen wir erstmal zur Speisekammer. Gucken wir mal. Oh, da geht's noch weiter. Stimmt. Gucken wir mal, was wir ihm Ekliges geben. Oh, das riecht ja furchtbar hier drin. Verdorbenes Fleisch wimmelt von Maden. Dank erregt Übelkeit. Verdorbene Kohlköpfe. Ungenießbar, verrottet. Da ist was drin. Das stinkt furchtbar. Was ist das? Gucken wir mal rein. Igitt. Ein totes Huhn. Was für ein schrecklicher Geruch. Ja, nice. Jemand muss es aus Spaß da drin eingesperrt haben. Was für eine Verschwendung. Gut, was haben wir noch? Topf voll Mehl. Wie viel wohl übrig ist? Alte Zwiebeln, auch schimmelig. Nicht viel übrig. Tuch, nur ein Tuch, etwas darunter. Ja, gucken wir mal. Mal sehen. Ein Laib Brot. Und es sieht nicht halb so schlecht aus wie der Rest hier. Nehmen wir das doch. Gut. So. Nehmen, ja. Gut, ganz matschig, riechen sauer. Ja, okay, gucken wir mal, Äpfel hier. Da stecke ich meine Hand nicht rein. Ekelhaft. Mhm. Alte Zwiebeln. Das lohnt sich nicht. Okay. Sie sind offensichtlich ungenießbar. Okay. Topf voll Mehl. Mehlwürmer. Nice. Ekelhaft. Gut, Kohlköpfe. Die sind alle verrottet. Und Fleisch. Igitt! Okay, das Fleisch nimmt sie. Nett, nett, nett. So, ja, das war's, ne? Mehr können wir hier drin nicht machen. Dann gucken wir mal, was wir hier noch so für Aufgaben haben. Was für Rückblenden sie immer hat. Mein Hund, die Arme, sie haben sie auch angekettet. Gucken wir uns mal den Hund an. Flemish, hier Mädchen. Erkennst du mich nicht? Ah, gutes Mädchen. Im Regen ist mein Geruch wohl schwer zu wittern. Okay. Burg. Eine stinkende Brühe, sie lassen die Burg verkommen. Alles ganz trübe. Nichts drin außer dreckigem Wasser. Ja. So, wir gehen einfach mal jetzt hier rum. Das Vorratslager ist links von dir, nicht am anderen Ende des Hofes. Wir dürfen da also nicht weggehen. Okay. Okay, das habe ich verstanden. So, gucken wir uns mal den Karren an. Nichts. Vielleicht hat Matthew das andere Tor gemeint. Ah, shit. Sprechen wir mal kurz mit Richard. Richard. Haben sie dich gehen lassen? Hast du dich auf ihre Seite geschlagen? Sei nicht albern. Ich werde mich ihnen niemals beugen. Wir sind auch nur Menschen, ja? Ich frag mal, wie es ihm geht. Wie geht es dir? Wenn ich ein Schwert zum Halten hätte, ging es mir besser. Hat er was Komisches gesagt? Der Junge und ein Schwert. Schau ihn dir an. Er kann kaum den Kopf hochheben. So ein Wurm kann nicht kämpfen. Besser, man zertritt ihn gleich.
Was für Worte. Okay. Hast du meinen roten Schal gesehen? Hast du den Verstand verloren? Matthew hat ihn zuletzt gehabt. Er sagte, er hätte ihn verloren. Dann frag ihn. Und ich mache mir inzwischen Gedanken über einen Plan. Okay. Nee, das sage ich nicht, weil er hört zu. Das macht keinen Sinn. Ich bin bald zurück. Verliere nicht die Hoffnung. Mhm. Okay. Du machst viel für ihn. Kümmerst dich um sein Pferd, bewachst seine Gefangenen. Was zahlt William dir? Wieso fragst du mich das dauernd? Ich könnte dir vielleicht mehr zahlen. Richtig. Sag uns, wie viel du willst. Vielleicht tue ich das ja nicht nur fürs Geld. Das glaube ich dir nicht. Was sonst könntest du davon haben, grausam zu sein? Einen eifrigen Schüler. Im Gegensatz zu dir mag Percy Hamley, wie ich seinen Sohn aufziehe. Okay. Tu nicht so, als hättest du nie ein Herz gehabt. Ich sehe doch, wie gut du sein Pferd behandelst. Du willst, dass ich euch gehen lasse? Ja? Natürlich. Das wäre sehr anständig von dir. Es ist unverantwortlich, uns hier gefangen zu halten. Geht nicht. Warum nicht? Weil Bartholomäus noch Graf ist. Ich kann seine Brut nicht einfach frei rumlaufen lassen. Ich werde nicht dafür bezahlt, unverantwortlich zu sein. Okay. Du wirst dafür in der Hölle schmoren. Das habe ich in letzter Zeit öfter gehört. Es stimmt ja auch. Leute wie du werden ewige Qualen erleiden. Das macht diese Welt gerecht. Oh, das wusste ich nicht. Aber ich mache mir ja sowieso nicht so viele Gedanken. Okay. Das haben wir. Wir gehen mal hoch zur Mauer. Du hast mich gehört. Bleib, wo ich dich sehen kann. Okay, sie, ja gut. Dann, gehen wir zurück zum Wohnturm. Hast du, wonach mein Herr dich gebeten hat? Ja. Gut, dann lass sie nicht länger warten. Dein Typ. Dein Essen. Ja, was ist das? Mehr habe ich nicht gefunden. Du glaubst wirklich, du könntest deine Spielchen mit mir treiben? Ich bin die Tochter des Grafen und nach dem Gesetz des Königs bist du mein Untertan. Ach was. Vergiss, was ich über deine Arroganz gesagt habe. Sie macht dich eigentlich ganz hübsch. Ha? Im Namen meines Vaters! Stirb! Master Richard, nicht! Oh-oh. Dummer Junge. Fast so dumm wie seine Schwester. Ich würde dich rannehmen, wenn ich wollte. Aber ich stehe nicht auf Jungs. Was ist mit ihr? Ist sie tot? Lass sie. Der König hat noch nicht gesprochen. Wartet, bis euer Vater Graf ist. Dann könnt ihr mit ihr machen, was ihr wollt. Verdammt! Zur Hölle! Sie ist so hässlich, die will doch eh keiner. Steck sie zu den Tieren, bis der König entschieden hat. Okay. Okay. Cadillac Entertainment, Basta Lübe präsentieren. Habe ich mich falsch entschieden und das Spiel ist jetzt zu Ende? Okay, keine Ahnung, was passiert hier gerade?
Warum bekomme ich jetzt die Credits angezeigt? Sag mal so, die Kathedrale steht noch nicht wieder. Also wir können eigentlich noch nicht fertig sein mit dem Spiel. Interessant. Okay. Ich wusste schon, dass wir das Spiel spielen. Irgendwie weiter? Ja, ich höre was. Buch 2. Wer den Wind sät. Alles klar. Kapitel 8. Jetzt geht's erst so richtig los. Aliana. Jetzt ist sie auch angekettet wie ihr Bruder. Okay. Hufeisen. Ein einzelnes Hufeisen. Der Wachhund muss es übersehen haben. Nehmen wir es mal. Ich kann es nicht erreichen. Scheiße. Okay. Sieht schwer aus. Er hängt zu hoch. Ich bin angekettet. Ich kann ihn nicht erreichen. Okay. Wenn er bloß näher wäre. Okay, ich hab's verstanden. Dann. So, Ketten. Es muss einen Weg geben, sie zu sprengen. Nur ein Kettenglied reicht. Steh auf, Richard. Liegt er bloß nicht rum? Richard! Mal. Richard! Wach auf! Komm! Du musst jetzt aufwachen! So langsam löse deine Ketten. Ja. Weiß. Ja. Nein, hier sind keine Waffen. Und auch keine Spur von meinem roten Schal. Das habe ich mir fast gedacht. Hey! Ja, okay. Dreimal rufen. Ellie, Ellie, mein Ohr! Fangen wir mal wie damit fühlst an. Du dich? Mir ist heiß. Wir müssen dich abkühlen. Die Wunde lässt dein Blut kochen. Wir müssen an einen trockenen und kühlen Ort kommen, damit du heilen kannst. Ellie, sie haben uns angekettet. Ich werde hier sterben. Keine Panik. Das macht es nur schlimmer. Gib nicht auf. Wir kommen hier raus. Und was dann? Wir werden Vater finden. Er wird wissen, was zu tun ist. Ich habe gehört, er sei beim König in Winchester. Dann müssen wir auch dorthin. Du wirst schon sehen. Er bringt alles wieder in Ordnung. Ja, aber wir können in die Zukunft gucken. Der Vater stirbt. Wie hast du dich vorher befreit? Ich weiß es nicht. Sie haben die Fußschellen angepasst, als sie mich hier angekettet haben. Aber heute habe ich es irgendwie geschafft, rauszuschlüpfen. Die letzten 3 Wochen haben mich wohl sehr entschlossen gemacht. Ja, und oder sehr, sehr dünn. Was hast du dir dabei gedacht, auf William loszugehen? Ich musste dich beschützen. Denk nächstes Mal nach, bevor du sowas Dummes tust. Ja, fangen wir mal damit an. Wirf mir das Hufeisen zu. Es ist nicht hart genug, um damit die Ketten zu sprengen. Ich hab's versucht. Ich werde mir was einfallen lassen. Gib's mir einfach. Okay, nicht aufgeben. Nur nicht aufgeben. Wir kommen hier raus. Ich weiß nicht.